Ja, schönen guten Abend, liebe Jahn-Fans, zu einer weiteren Ausgabe von Turmfunk Interaktiv. Wie immer ist bei mir einer von unseren Jahn-Profis oder Offiziellen, diesmal Gino Windmüller. Gino, freut mich, dass du da bist. Hi. Kannst mich begrüßen, aber vor allem auch unsere Fans, die Hallo können dich jetzt zusammen. sehen. Genau. Und natürlich ist auch wieder Janni, unser Fanbeauftragter, dabei. Janni, erklär doch mal, wie das ablaufen wird heute. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr dürft natürlich wieder munter Fragen stellen in Turmfunk Interaktiv, was euch alles interessiert von Gino Windmüller. Die Fragen stellt ihr mir bitte entweder in dem Facebook-Post, in dem ihr auch die Sendung seht, bitte nur in dem, ich kann nicht alle Facebook-Post-Kommentare auf der Jahn-Seite durchschauen. Oder wenn ihr nicht bei Facebook seid oder nicht dort posten wollt, könnt ihr mir auch per Mail unter turmfunk@ssv-jahn.de eine Mail schreiben. Falls ihr gerne anonym bleiben wollt, könnt ihr das in der Mail auch schreiben. Ansonsten sage ich euren Namen, der in der Mail drin steht. Genau. Wir versuchen möglichst alle Fragen in der Sendung unterzubringen. Allerdings wollen wir natürlich schon ein bisschen beim Thema bleiben und haben so einen Grobablauf. Wir sprechen erst ein bisschen über die Karriere von Gino, also quasi über das Gestern. Dann sprechen wir über das Heute beim Jan und anschließend über seine Zukunft, die er sich so vorstellt. Falls irgendwas nirgendwo reinpasst, haben wir am Schluss noch einen allgemeinen Fragenblock und falls irgendwas schon thematisch vorbei ist, können wir das auch noch im allgemeinen Fragenblock stellen. Manchmal wiederholen sich Fragen, dann stelle ich sie vielleicht nur einmal die gleiche Frage, aber ansonsten versuche ich schon alles unterzubringen. Genau, ich wünsche euch viel Spaß. Spamt mich zu mit Fragen. Ich habe Bock drauf, ganz viele Fragen heute zu stellen, dass wir einen schönen langen Abend vor uns haben. Bis dann. Jo, Janni, vielen Dank. Gino, Janni hat es gesagt, also wir sprechen natürlich heute vor allem über dich, über deine Karriere und fangen dann an, als du ganz klein warst, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass das jemals der Fall gewesen ist. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wann hast du mit Fußball angefangen und wo? Ich habe angefangen beim TuS Mulzelt. Ist Wer kennt es mein, nicht? ja, natürlich, ganz bekannter Verein, vor Okay. allem in Nordrhein-Westfalen. Nein, kleiner Dorfverein. Hab, glaube ich, mein Vater hat es mir immer erzählt, mit 5 an meinem 5. Geburtstag mein erstes Turnier gespielt auf dem Ascheplatz. Sauber. Ja, und ja, seit da an immer nur noch auf dem Bolzplatz unterwegs gewesen, nur noch mit dem Ball unterwegs gewesen. Ja, bin dann, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich bei TuS Mulzelt gespielt habe. Dann gab es irgendwann mal einen Zusammenschluss von drei Vereinen der Region. Das hat sich FC Jugend 99 geschimpft. Da habe ich dann mit einigen Freunden zusammengespielt. Ja, habe mich da anscheinend ein bisschen besser weiterentwickelt, weil ich in der Jugend nicht der ganz große Fußballer war. Okay. Zwar immer engagiert, aber nicht so gut. Okay. Ja, und bin dann zu Bärisch Gladbach gekommen. Hab da, glaube ich, 2 Jahre gespielt. Welche Jugend war das denn? Das war die C-Jugend und das erste Jahr der B-Jugend. Mhm. Da haben wir leider den Aufstieg damals nicht geschafft, In in die die Regionalliga. Regionalliga. Und ja, Bonn hat anstatt uns den Aufstieg geschafft und dann bin ich zu Bonn gewechselt. Habe in der Jugend dann 2 Jahre auch in Bonn gespielt, die B1 und das erste Jugendjahr in der A-Jugend. Okay. Ja, und danach wieder zu Bergisch Gladbach, um da in die erste Mannschaft anzugehen. Okay, so viel zu deinen Vereinen im Jugendbereich. Du hast es gerade angesprochen, dein Vater hat schon erzählt von deinem 5. Geburtstag. Und ich glaube, du kommst auch aus einer ziemlich Sport- und Fußball-verrückten Familie eigentlich auch, oder? Ja, schon. Ich meine, das liegt auch daran, dass meine Eltern ein Fitnessstudio haben, die selber sportbegeistert sind. Bist du deswegen so eine Kante oder? Ich würde mich selber nicht so als Kante beschreiben. Ich glaube, da Okay. kann auch ein bisschen was dran. Okay. Ja, also das kommt auf jeden Fall von meinen Eltern. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es sonst sein Ja. sollte. Meine Schwestern sind auch beide total sportlich. Ja, und keine Also Ahnung, ich habe Fußball war von klein auf ein Thema. Deine eine Schwester, von der Ja. anderen weiß ich nicht, aber die spielt ja auch sehr erfolgreich Fußball, oder? Ja, die eine Schwester spielt auch Fußball. Die spielt im Moment beim FC in Köln. Okay. Die hat auch schon verschiedene Stationen gehabt. Ich glaube, 2 Jahre waren, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, hat in Duisburg in der ersten Liga gespielt. Dann bei Leverkusen in der zweiten Liga, davor auch schon bei Köln in der zweiten Liga. Ja, und die spielt auch sehr, sehr viel Fußball. Hast Meine du, kleine Schwester nicht so viel, habt aber. ihr dann als Kinder bist du mit deiner Schwester auf den Bolzplatz gefahren wahrscheinlich, oder? Auch, ja. Okay, cool. Das ist eigentlich nie gut ausgegangen. Also es waren natürlich auch immer Freunde dabei. Meine Schwester war meistens auch da.
Und wir haben es nie geschafft, ein Spiel normal zu Ende zu bringen. Es war wirklich so, einer von uns beiden hat dann angefangen zu flennen. Eigentlich der verloren hat, war abgefuckt und ist dann irgendwann vom Platz gegangen, hat gesagt, hey, ich spiele nicht mehr. Okay. Und so hat eigentlich jedes Spiel bei uns geendet, weil wir haben direkt einen Bolzplatz vor der Haustür. Tatsächlich, man geht raus 5 Meter und da ist der Bolzplatz. Okay. Und ja, da hieß es dann jeden Tag spielen, bis es dunkel wird. Das hat dann meistens nicht so geklappt, weil irgendeiner dann reingegangen ist. Dieses Konkurrenzdenken, wie ist das heute? Also ich kann mir schon vorstellen, dass du manchmal ein bisschen neidisch bist. Du sagst, dass die erste Liga gespielt hat, jetzt zweite Liga beim großen FC spielt. Ja. Du spielst in der dritten Liga, muss ja noch nicht das Ende sein, aber ist man da stolz oder manchmal auch ein bisschen neidisch? Neidisch überhaupt nicht. Also habe ich wirklich noch gar nicht ihr gegenüber gefühlt, sondern also ich bin total stolz, dass sie das alles geschafft hat. Ich glaube, sie ist auch stolz auf mich, dass ich inzwischen einen Sprung in die dritte Liga geschafft habe. Und ja, von meiner Familie generell kriege ich total viel Unterstützung und die hoffen alle, dass es noch weiter nach oben geht. Im Moment bin ich total stolz, hier zu sein, das überhaupt mal gepackt zu haben, den Sprung in die dritte Liga. Ja. Und ich mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall von meiner Familie habe ich die ganze Unterstützung. Ohne dass du jetzt Zahlen nennst, aber ich kann mir vorstellen, dass du nicht unbedingt weniger verdienst als deine Schwester in der zweiten Liga, oder? Also ja, kann das oder jetzt unabhängig von euch beiden, ist sie dann manchmal andersrum neidisch auf die Gehälter, die im Männerfußball bezahlt werden, dann auch in den höheren Ligen noch? Ja, neidisch nicht. Man spricht dann natürlich mal drüber. Es ist schon so, dass beim Frauenfußball nicht annähernd das gezahlt wird. Allerdings, es gibt natürlich auch im Frauenfußball die viel, viel Geld verdienen, auch mehr als hier jeder beim Jahren. Okay. Allerdings, ein Normalverdiener bei den Frauen verdient nicht so viel wie der Drittliga-Profi, würde ich sagen. Ich glaube aber, wer wirklich neidisch ist, ist meine kleine Schwester. Die hat nämlich von klein auf an geturnt, Leistungsturnen gemacht und die hat 8-mal die Woche trainiert. Ja, und die hat dann gesehen, sobald wir 3-mal die Woche trainiert haben im Herrenfußball, kriegen wir schon ein bisschen Geld und die hat nie einen Cent dafür gesehen. Deswegen, ich glaube, da ist dann der Unterschied ziemlich groß. Okay, das stimmt. Zu deiner Kindheit und auch deinem sportlichen Erleben jeden Tag gibt es eine Fanfrage, Janni, die erste. Ja, und zwar der Simon, der sagt, du warst im Sportinternat, deine Eltern hatten ein Fitnessstudio, ist es nicht ein Traum als Kind, den ganzen Tag nur Sport machen zu dürfen? Ja gut, ich hatte, glaube ich, genau so eine Kindheit wie viele andere auch, dass ich Sport machen durfte, die Hausaufgaben durften auch nicht zu kurz kommen und die ganzen schulischen Sachen. Ja, aber meine Eltern haben es von klein auf an vorgegeben. Ich habe ja nicht nur Fußball gespielt, ich habe in meiner Jugend, glaube ich, jede Sportart gemacht, die man machen kann. Mein Vater selber ist eher so der Kampfsportler, deswegen sollte ich das auch machen, das war nie so meins. Das habe ich mal angetestet, dann habe ich auch mal kurz Kunstturnen gemacht, Schwimmen, Leichtathletik, also ich wurde durch jeden Verein durchgekarrt, bis wir dann, ich meine, mit 5 haben wir es dann schon gefunden, ich war immer Fußball verrückt und von da haben mich meine Eltern nie weggekriegt, deswegen, ja, bin ich dann da hängen geblieben und es war total schön immer, so viel Sport machen zu dürfen, deswegen, ich bin ganz froh darum. Also Gino, der Kunstturner, das würde ich gerne dann mal sehen, wenn mal wieder ein Tor fällt, das du geschossen hast, dann machst du aber den Franziskus mit Salto, oder? Keine Chance, der hat glaube ich ein paar andere Hebel, weil der ein bisschen kleiner ist. Okay. Nee, das war ein halbes Jahr, weil meine Eltern gesagt haben, ich bin immer ein bisschen runden Rücken rumgelaufen, die haben gesagt, hey, deine Schwester, also Michi macht das, die hat eine super Haltung, du musst das jetzt auch machen. Ja, bei mir hat es nie gewirkt. Es hat nicht so funktioniert. Eine Rolle vorwärts kriege ich hin. Okay, dann am Samstag weißt du, was du zu tun hast. Wenn es dazu kommt, mache ich das sehr gerne. Okay, cool. Schauen wir ein bisschen weiter in deine Karriere. Du bist 2010 zum ersten Mal zu einem großen Verein gewechselt, zu Fortuna Düsseldorf. Mhm. Hast deine zweite Mannschaft eine Saison gespielt. War das für dich irgendwie was Besonderes jetzt in so einem größeren Verein zu spielen oder du hast dich nicht wirklich durchgesetzt oder war das eher ein schlechtes Jahr für dich? Ich habe immer gesagt, das war ein Jahr der Erfahrung. Ich bin da hingegangen und habe einfach gesagt, hey, ich probiere es jetzt mal im Profifußball, mal sehen, ob es klappt. Und ja, in dem Jahr hatte ich einfach nicht so das Durchsetzungsvermögen und musste einfach lernen, wie es im Profifußball so ist, dass man nicht nur Fußball spielt, sondern halt auch kämpfen muss und ein Quäntchen Glück haben muss. Und das hat halt in dem Jahr nicht so sehr gepasst. Ich hatte trotzdem einige Einsätze und habe viel, viel daraus genommen aus dem Jahr. Und also ich weiß, dass es auf dem Papier nicht so gut aussieht, die Statistik da, aber ich habe ganz, ganz viel aus dem Jahr mitgenommen. Deswegen würde ich das Jahr nicht missen. Okay. Danach
ich habe es zumindest gelesen, bevor du wieder zu Bergisch Gladbach gewechselt bist, warst du sogar ein paar Monate vertragslos. Ja. Hast du in dem Zeitraum irgendwie den Traum aufgegeben, für einen gewissen Zeitraum Profifußballer zu werden, oder fängt man da dann mal das Zweifeln an, ob das ganz große Ziel vielleicht doch nicht klappt? Ja, dass ich 3 Monate keinen Verein hatte, war genau der Grund, weil ich es nicht aufgeben wollte, weil ich gesagt habe, hey, eigentlich will ich nicht wieder eine Liga nach unten gehen. Ich wollte weiter oben Fußball spielen, ich habe aber keinen Verein gefunden, der mich genommen hat. Das war halt damals einfach so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist jetzt die Zeit reif, es hat halt nicht geklappt. Ich gehe wieder zurück zu Bergisch Gladbach. Die haben mich 2-3 Mal mittrainieren lassen. Ich meine, die kannten mich auch noch, der damalige Trainer noch nicht. Mhm. Und dann haben sie nach 2-3 Mal direkt gesagt, okay, du darfst wiederkommen. Und ja, im Endeffekt war es das Beste, was ich machen konnte. In der Zeit habe ich einen Riesensprung, glaube ich, in der Leistung gemacht. Und ja, danach konnte ich dann hier hinkommen, worüber ich total glücklich bin. Warum vielleicht auch andere Vereine auf dich aufmerksam geworden sind, war bestimmt die letzte Saison, wo du ja als Innenverteidiger, teilweise auch auf der 6, hast du 10 Buden gemacht. Ich glaube 7 oder 8 davon mit dem Kopf. Wie ist das zu erklären? Ja, das ist so zu erklären, dass ich, glaube ich, immer ein gutes Kopfballspiel hatte. Ich habe auch in der Jugend schon viele, viele Kopfballtore gemacht. Hatte sogar eine Saison, wo ich 15 Tore gemacht habe. Mhm. Da hatte ich allerdings auch einen, der mir jeden Ball genau auf den Kopf gezimmert hat. Deswegen, dann war es relativ einfach. Es ist ein bisschen schade, dass diese Saison nicht so gelaufen ist. Und das ist auch das, was ich mir mit am meisten vorwerfe, da ich vom Tor nicht so die Torgefahr hatte. Daran arbeite ich und ich versuche es auf jeden Fall nächstes Jahr besser zu machen, vielleicht in den letzten beiden Spielen schon. Was ist eigentlich deine gelernte Position jetzt in die ganzen Jugendstationen hindurch? Hast du da immer Innenverteidiger gespielt? Ich habe fast alles mal gespielt, außer Torwart und die Außenposition. Also ich habe Innenverteidiger gespielt, habe Sechser gespielt, rechter Verteidiger, für 2-3 Spiele auch mal linker Verteidiger. Okay. Vorne drin habe ich auch schon mal gespielt. Okay. Ich durfte alles mal machen. Alles klar. Zu deinem zu dem Thema Position haben wir eine Fanfrage reinbekommen. Janni, bitte. Ja, und zwar möchte die Christina Kempe wissen, wie du dich eigentlich selbst in deiner jetzigen Position als Mittelstürmer fühlst. Oder wie du dich drin siehst. Ja, also erstmal fühlen tue ich mich sau wohl, weil ich glaube, Stürmer ist mit das Einfachste, was man machen kann. Man ist vorne drin, man hat nicht so, muss sich nicht einen riesen Kopf machen, dass man die ganze Zeit Fehler macht, außer wenn man vom Tor ist, dann sollte man den Ball einfach reinhauen. Wie ich mich sehe, ich habe es früher mal kurz in der Jugend gespielt, ich mache es gerne. Ich glaube, welcher Fußballer will nicht gerne vorne drin spielen und die Tore machen? Ich habe total Spaß dran, versuche das, was der Trainer mir vorgibt, den Ball immer festzumachen, mich nicht zu viel zu bewegen, weil ich meistens ein bisschen zu viel laufe, versuche ich alles umzusetzen. Und ja, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich die Position auch mal spielen darf, weil ich glaube, immer wenn man mal einen Positionswechsel hat, dass es einen weiterentwickelt. Deswegen bin ich ganz glücklich darüber. Und wo siehst du dich jetzt eigentlich auf welcher Position? Und jetzt sag nicht, wo der Trainer mich aufstellt. Ja. Das ist ein Floskelkopfstoß. Das ist die einfachste Antwort darauf. Ich sehe mich immer noch als Innenverteidiger. Also ich bin gelernter Innenverteidiger, das habe ich am häufigsten gespielt und ich bin auch eher der Typ als Innenverteidiger. Aber ich spiele total gerne im Sturm. Ich glaube, dass ich es machen kann. Ich denke nicht, dass ich der Abschlussstärkste bin. Deswegen ist das bestimmt nicht meine Hauptposition. Aber ich glaube, dass ich es auch mal spielen kann, wenn ich aushelfen soll. Und deswegen ist das absolut okay so. Okay. Dazu, Janni, haben wir eine Fanfrage reinbekommen, oder? Ja, mehr eher auf für seine Zeit als Innenverteidiger. Und zwar möchte der Sebastian Nachreiner wissen, wie fandest du das Zusammenspiel mit deinen Kollegen in der Innenverteidigung? Ja gut, das war manchmal ein bisschen holprig, hat aber meistens Spaß gemacht, sowohl mit Mario als auch mit Wassel, beide super Typen und ich weiß gar nicht, meistens haben wir uns die Bälle auf Kniehöhe gegenseitig zugeschossen und die dann gut verarbeitet, aber es hat immer Spaß gemacht auf jeden Fall. Okay, und dieser Sebastian Nachreiner hat irgendwie noch eine weitere Fanfrage, ein bisschen nervt er fast schon gerade, also wie lautet die denn? Ja, die Frage an den Gino lautet, ob du denn vielleicht auch darauf Lust hättest, wenn wir uns nächste Saison die Bälle wieder auf Kniehöhe zuschießen. Auf der Innenverteidigerposition. Ach du Scheiße, noch ein Jahr.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass mich das persönlich auch noch weiterbringen würde, wenn ich die Bälle verarbeiten muss. Aber ja, das würde mich schon ziemlich freuen, wenn ich noch ein Jahr mit demjenigen spielen könnte, mit dem Sebastian. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz dazwischen grätschen. Der Janni hat sich ein bisschen optisch verändert. Wastl hat uns besucht. Wastl, was ist denn der Grund, dass du jetzt auf einmal da sitzt? Ja, die Tinte auf dem neu unterschriebenen Vertrag ist noch gar nicht ganz trocken. Wollte ich euch jetzt hier mitteilen. Okay, also ganz so überrascht sind wir natürlich nicht. Wollten auf diesem Wege tatsächlich, das ist jetzt ihr seid die Ersten, die es erfahrt. Unser Capitano hat verlängert, bleibt dem Jan erhalten und Wastl, wo du gerade da bist, ja, bis wann gilt denn eigentlich dein neuer Vertrag? Ja, der wird bis zum 30.06.2016 laufen, also 2 Jahre habe ich unterschrieben. Gute Sache, würde ich sagen. Und was war der Grund für dich, diesen Vertrag zu unterschreiben und was sind vielleicht auch deine Ziele dann in diesen 2 Jahren beim Jan? Ja gut, also die ausschlaggebenden Gründe sind neben dem Studium, das ich ja beispielsweise auch hier in der Stadt mache, deswegen ich auch schon relativ frühzeitig gesagt habe, dass ich gern hier bleiben möchte, wenn man sich denn auch einig wird. Und daneben sehe ich natürlich hier im Verein einfach eine sportliche Perspektive. Ja, also der Verein ist aufstrebend, ja, will wieder nach oben, sieht man ja auch an dem neuen Stadion, das wir jetzt bekommen sollen. Ja, da wollen wir ja dann auch längerfristig auf alle Fälle wieder in die zweite Liga. Insofern ist da beim Verein sportliche Perspektive, aber eben auch bei mir. Ja, ich glaube, ich habe jetzt in jedem Jahr konnte ich mich ein Stück weit weiterentwickeln und verbessern und da waren einfach die Voraussetzungen immer gegeben und das denke ich, dass das auch so weitergehen wird. Okay, Wastl, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bei uns bleibst und ich glaube, wir sollten in der neuen Saison dann auch mal zusammen Turmfunk Interaktiv machen. Da können wir dann noch ein bisschen ausführlicher quatschen. Aber heute ist ja Gino unser Gast, den wollen wir jetzt nicht... Gerne mehr machen. Okay, genau, dann wollen wir Gino heute nicht die komplette Show stehlen. Genau. Und nicht, dass er auch nicht auf seine Redezeit kommt. Ja, da wird es mir ganz schlecht gehen, wenn ich nicht so viel reden kann, Wastl. Ja, studiert er irgendwann. Also, wie ist das in der Kabine? Kommt er da auf seine Redezeit? Ja, die nimmt er sich, also ungefragt. Kann man gar nicht verhindern. So nur singe ich ganz laut, dann kriegt sie jeder mit. Lieber reden als singen. Okay, alles klar. Dann, Gino, machen wir weiter. Wastl, ja. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ja, gerne. Viel Spaß euch zwei noch. Danke. Danke, danke. Schön, dass du da warst und vor allem schön, dass du verlängert hast. Gino, wir machen weiter. Janni oder Wastl verwandelt sich wieder in Janni und ist, ist natürlich weiterhin für eure Fanfragen offen. Janni, vielleicht mal kurz zwischendurch erklärst du nochmal den Fans, wo sie eigentlich die Frage an dich stellen können. Ja, genau. Also ich bin wieder da. Genau, ihr könnt weiterhin natürlich, wie bisher, ich sag's nur jetzt auch mal dazwischen, weil vielleicht hat jemand nicht von Anfang an zugeschaut, ihr könnt weiter eure Fragen auf Facebook stellen und zwar auf der Seite vom SSV Jan Regensburg unter dem Post, wo ihr auch das Video seht, bitte auch nur dort, ich kann leider nicht alle Facebook-Posts durchschauen. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an turmfunk@ssv-jan.de. Dort könnt ihr auch gerne angeben, wenn ihr anonym bleiben wollt und nicht wollt, dass euer Name hier in der Sendung genannt wird. Ansonsten nehme ich den Namen aus der E-Mail. Ja, ich freue mich auf eure Fragen. Genau, und so wie du es gesagt hast, Janni, eine E-Mail hat dir sogar im Vorfeld der Sendung schon der Matthias geschrieben und der hat auch eine Frage an Gino. Bitte, Janni. Und zwar, ja genau, der Matthias, der wollte wissen, ob du vor deinem Wechsel zum Jan, also das war ja der Punkt, wo wir vorher eigentlich auch gerade waren mit der Position und so, hattest du vor deinem Wechsel zum Jan noch andere Angebote aus der dritten Liga und was hat, wenn ja, am Ende den Ausschlag für den Jan gegeben? Ja, ich hatte andere Angebote aus der dritten Liga, weil, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, ich glaube, wenn man 10 Tore macht, auch wenn es in der Regionalliga ist, dann ist das eine Hausnummer. Allerdings, ja, ich bin hier nach Regensburg gegangen, das war auch der einzige Verein, mit dem ich wirklich dann in Fahndungsgesprächen stand, weil ich mir war wichtig, dass ich in eine gute Stadt komme. Mir war es wichtig, dass ich da gut leben kann. Das hat mich hier total überzeugt und dann hat mich auch einfach hier die sportliche Perspektive überzeugt. Das hat der Wastl ja gerade eben auch gesagt. Jetzt kommt das neue Stadion und man hat einfach gemerkt, dass
dass sich hier ein bisschen was entwickelt. Und deswegen, ja, war ich dann am Ende total froh, hier unterschreiben zu können. Und, ja. Welche Ziele hast du dir dann damals, als du hergekommen bist, für die Saison vorgenommen? Und die Saison ist noch nicht ganz zu Ende, aber jetzt kann man ja schon ein kleines Fazit ziehen. Wie zufrieden bist du mit deinem ganz persönlichen Verlauf der Saison? Ja, also erstmal die Ziele, die ich mir gesetzt habe, war das Wichtigste für mich war, Fuß zu fassen in der dritten Liga. Dass ich wirklich auf Spiele komme und so viel Spielzeit wie möglich bekomme, das habe ich hier bekommen. Ich habe, glaube ich, knapp 30 Spiele, ich weiß gar nicht, wie viele ich genau habe. Eine rote Karte hat, glaube ich, da auch noch mehr verhindert, oder? Ja, ich glaube auch, das war ziemlich bitter. Ja, das war so einer der schlechten Momente in dieser Saison, die rote Karte. Das war das eine, daraus habe ich auch gelernt. Die rote Karte würde ich mir aber immer wiederholen, weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass das zum Zeitpunkt war, wo wir da noch hätten Punkte holen können und ich habe das noch damit möglich gemacht habe. Leider haben wir keine Punkte danach geholt, aber das lag dann einfach im Spielverlauf. Ja, für mich selber, die Saison war gut, weil wir unser Saisonziel als Mannschaft erreicht haben, als Verein. Allerdings, ja, hätte ich gerne mehr Tore gemacht, einfach, weil das mein Markenzeichen war, das Jahr davor, die Jahre davor, dass ich immer Torgefahr als defensiver Mann ausgestrahlt habe. Und das nehme ich mir jetzt für die nächste Saison vor, dass ich wieder viel Spielzeit bekomme und vor allem torgefährlich werde. Wie kann man sich das erklären? Die zwei Tore, die du dieses Jahr gemacht hast, waren, glaube ich, beide mit dem Fuß auch. Ja. Davor warst du ja sehr kopfballstark. Also liegt es daran, dass du in Bergisch Gladbach irgendwie einen Freistoß oder Eckballschützen hattest, der dich so gut bedient hat? Oder sind tatsächlich die Verteidiger auch kopfballstärker einfach? Oder hat sie auch rumgesprochen in der Liga? Auf den Gino stellen wir unsere besten Kopfballspezialisten. Oder hast du eine persönliche Erklärung? Ja, ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen in Bergisch Gladbach war es dann wirklich so, ich war, denke ich, unumstritten da als Kopfballanspieler, egal wer den Ball reingeschossen hat, derjenige hat mich gesucht und ja, ich glaube, dass es auch ein Unterschied ist von den gegnerischen Spielern. Das ist klar, Regionalliga ist nicht die dritte Liga, da ist einfach mehr Robustheit hier in der dritten Liga und das steuert auch bestimmt mit bei, aber ich sehe mich immer selber kritisch und ich glaube, dass ich dieses Jahr einfach nicht dieses Timing hatte, was ich das Jahr davor hatte. An der Sprungkraft hat sich nichts geändert, ich glaube auch, vielleicht an der Kopfballpräzision hat sich auch nicht so viel geändert. Es war einfach letztes Jahr, hatte ich ein super Timing und jeder Ball, der in den Strafraum kam, habe ich quasi vorher gerochen, wo er runterfällt. Und ja, das probiere ich mir jetzt wieder im Training anzueignen und dann werde ich nächstes Jahr auch wieder mehr Buden machen, auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Da hat keiner hier was dagegen. Janni, es ist eine Fanfrage reingekommen vom Serkan, oder? Ja, und zwar möchte der wissen, wo siehst du als Spieler deine größten Stärken und wo deine Schwächen? Ja, meine größten Stärken, ich meine, da reden wir ja die ganze Zeit drüber. Das ist auf jeden Fall mein Kopfballspiel durch meine Größe und auch durch die Sprungkraft. Gerade das defensive Kopfballspiel, es gibt in den meisten Spielen wenig Kopfballduelle, die ich verliere und die Bälle bringe ich auch meistens gut an den Mann. Eine Schwäche ist von mir, dass ich auf jeden Fall noch zu leise bin auf dem Platz. Das habe ich auch in Bergisch Gladbach immer schon gesagt bekommen, dass ich lauter sein soll, mehr reden soll und ja, das versuche ich von Jahr zu Jahr. Ich bin einfach auf dem Platz meistens nicht der ganz so laute Typ, aber ich versuche es mir anzueignen und als Innenverteidiger muss man laut sein und das probiere ich auch. Okay, wir haben eine weitere Fanfrage vom Franz Janni, oder? Ja, und zwar möchte der wissen, wer war dein unangenehmster Gegenspieler in dieser Saison? Frag's nicht was. Also ich bin wirklich niemand, der immer groß auf die Namen von meinen Gegenspielern guckt. Ich weiß gar nicht seinen Namen. Von Elversberg, der Stürmer, ich glaube der Neuner ist es. Weißt du, wie er heißt? Vaccaro, genau. Also an das Spiel kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich habe vorher noch mit dem Trainer lange drüber gesprochen, weil er war ja vorher Trainer in Wiedenbrück. Und ich hatte auch schon gegen ihn als Wiedenbrück-Trainer gespielt und da hatten die auch einen Stürmer, ich glaube, der hieß Jansen und das war einfach ein erfahrener Spieler, der immer bevor er ins Kopfballduell gegangen ist, in mich zuerst reingegangen ist, bevor er hochgegangen ist und damit hatte ich ein Riesenproblem und daran hat sich der Trainer erinnert und hat zu mir gesagt, vom Elversberg-Spiel, also das Hinspiel war es,
ja, Gino, der macht das genauso, der geht zuerst in dich rein und geht dann zum Kopfballduell und ich habe mich trotzdem drauf eingestellt, habe versucht, das genau richtig zu machen und ich glaube, gegen den habe ich von 5 Kopfballduellen vielleicht 1 gewonnen und das ist für mich ein extrem schlechter Wert und deswegen habe ich mich da, erinnere ich mich da am meisten dran. Du hast auch gegen Strohengel gespielt im Hinspiel, da seid ihr euch oft begegnet. Der hat dich jetzt nicht so das Fürchen gelehrt, oder? Nee, gar nicht, weil er ein komplett anderer Spielertyp ist. Der Vaccaro ist ein kleiner, der halt über seinen Körpereinsatz kommen muss und der Strohengel hat sich mehr auf seine Größe verlassen, da ich auch relativ groß bin und ich glaube sprungstärker als er. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Kopfballduell gegen ihn verloren habe und auch generell, ich glaube, gegen Darmstadt im Hinspiel hat er, glaube ich, gar keine Torchance gehabt, deswegen habe ich da ganz gute Erinnerungen dran, ehrlich gesagt. Schauen wir nochmal kurz auf die Saison. Über deine persönliche Rolle haben wir schon gesprochen. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft auf die Saison gesehen? Ja, ich glaube, dass alle, die die Spiele verfolgt haben, eine Entwicklung gesehen haben, weil es war klar, dass der Trainer hier einfach auf einen spielerischen Fußball setzt, dass wir viel Ballbesitz haben sollen und dass das hat am Anfang noch nicht so funktioniert und das kam immer weiter, haben wir es geschafft, das in unser Spiel einzubringen, dass wir mehr Ballbesitz haben, dass wir den Ball gut laufen lassen und auch vertikal gut spielen. Ja, und deswegen, das merkt man auch inzwischen im Training, dass einfach eine ganz andere spielerische Klasse dann auch da ist und deswegen bin ich ja ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Jetzt sind noch 2 Spiele stehen aus. Es geht für euch jetzt um nichts mehr, außer dass man noch in der Tabelle ein bisschen klettern oder fallen kann. Wie motiviert man sich für diese letzten 2 Spiele? Ja, man motiviert sich, ich weiß nicht, wie es andere machen. Also für mich sind es immer noch, das ist meine erste Drittligasaison. Es sind Drittligaspiele, die ich unbedingt bestreiten will. Und also ich muss mich nicht großartig motivieren, weil es einfach was Besonderes für mich ist. Und wenn etwas besonders ist, dann geht man da mit einer Riesenfreude dran und deswegen bin ich genauso motiviert, wie wenn es noch um Abstieg oder Aufstieg oder was auch immer gehen würde, dann das macht für mich keinen Unterschied. Vielleicht der einzige Unterschied ist, dass man locker rangehen kann. Man muss sich keine Gedanken machen, wenn man jetzt mal einen Fehler macht, hey, gut, die Punkte sind jetzt nicht mehr ganz so wichtig, obwohl man sie unbedingt holen will, aber die Motivation ist trotzdem zu 100% da. Okay. Janni, es hat wieder in deinem Postfach geklingelt, oder? Ja, es hat einiges geklingelt. Zunächst mal zur jetzt gerade aktuellsten Frage, fragt die Christina Kempe, was sagst du zum Thema Stratos? Ja gut, zum Thema Stratos, das ist eine Entscheidung des Vereins. Da kann ich nicht großartig viel zu sagen, weil ich bin Spieler und das ist im Profifußball einfach so, dass der Verein entscheidet, wie es weitergeht die nächste Saison. Der Verein hat sich so entschieden. Ich selber kann nur sagen, dass man dann nächste Saison wieder angreift mit dem nächsten Trainer und versucht, alles dabei rauszuholen und alles zu geben und dann eine möglichst gute Saison unter dem neuen Trainer zu spielen. Janni, es gibt eine weitere Frage? Ja, und zwar möchte die Julia Reichert wissen, wie es dir in Regensburg gefällt. Ja, super. Das ist, oder sau gut. Das ist vielleicht besser. Es hat eigentlich angefangen mit, erstmal wie mich die Mannschaft hier aufgenommen hat. Ich glaube, jeder Spieler, der hier neu hingekommen ist, hat sich direkt super wohl gefühlt, weil es einfach eine coole Truppe ist. Die versucht viel zusammen immer zu machen und man versteht sich einfach mit jedem und dann, ich glaube, ich weiß nicht, jeder, der hier wohnt, weiß, wie schön die Stadt ist. Ich hoffe, es weiß jeder, weil ich selber habe noch nicht in so einer schönen Stadt gelebt, auch wenn ich aus Köln komme. es macht einfach riesig Spaß. Das Wetter ist meistens sehr, sehr geil. Die ganzen Plätze in Regensburg, wo man so ein bisschen chillen kann, das ist einfach cool. Die ganzen Eisdielen, muss man auch sagen, das taugt mir total. Und deswegen fühle ich mich total wohl hier. Also du sagst jetzt gerade schon, das taugt mir total. Ja. Das ist der Satz, wofür ich in Norddeutschland entlarvt wurde, dass ich mittlerweile in Bayern bin, weil ich glaube, das sagt man auf Hochdeutsch so nicht. Ich habe es jetzt auch nicht. Ganz normal im Sprachgebrauch. Und dann sind wir schon bei der nächsten Fanfrage, die, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung geht, Janni, oder? Ja, und zwar möchte nochmal der Matthias Ilbacher wissen, was ist der größte Unterschied zwischen der rheinländischen Natur und dem Oberpfälzer?
Hey, größter Unterschied. Der Rheinländer ist generell offener. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Das ist Oberpfälzer ist erstmal ein bisschen distanziert. Ja, aber am Ende, wenn man sich dann kennengelernt hat, dann ist er genauso offen und freundlich wie jeder andere auch. Das ist halt, die Rheinländer sind halt von Anfang an ein bisschen offener, was manchmal nicht ganz so gut ist, aber wir können nichts dafür. Wir gehen halt einfach offen auf die Leute zu und wollen jedem direkt umarmen und ich weiß nicht was. Deswegen ist das vielleicht der größte Unterschied, dass wir ein bisschen zu offenherzig bei den meisten Leuten sind. Okay, Janni, ich glaube, bevor wir am Ende noch so eine offene Fragerunde machen, wo die Fragen dann kommen, die bis jetzt noch nicht reingepasst haben, sprechen wir noch ganz kurz wieder so ein bisschen sportlich über die Zukunft. Also wir haben jetzt ja so ziemlich die Vergangenheit abgehandelt und über die Gegenwart gesprochen und wie sind deine Ziele für die nächste Saison, auch mit dem Jan und vor allem auf welcher Position? Also mein Ziel ist auf jeden Fall Innenverteidiger zu spielen, das ist ganz klar. Ich persönlich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich einfach wieder viele Spiele machen will, lauter werden will auf dem Platz und vor allem wieder Torgefahr ausstrahlen will. Was wir als Mannschaft erreichen wollen, ist einfach eine richtig gute Saison zu spielen und dann, das haben wir dieses Jahr auch schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie viele Punkte man holt, dass man gut spielt, das ist nicht immer das Einzige, was zählt im Fußball. Deswegen muss man gucken, wie viele Punkte man am Anfang holt und dann kann man irgendwann sagen, wo die Reise hingeht. Deswegen einfach alles geben, so viel wie möglich rausholen und hoffentlich eine geile Saison spielen. Okay, wenn man ein bisschen weiter blickt, hast du noch andere Ziele in deiner Karriere oder wie lauten die mittel- und langfristigen Ziele in deiner eigenen Fußballerkarriere? Ja, also ich habe selber keine mittel- und langfristigen Ziele, sondern mein Ziel ist ganz klar, ich will noch weiter nach oben im Fußball. Ich versuche alles zu geben. Ich arbeite immer im Training hart dafür, um mich zu verbessern und ich hoffe, dass ich noch diesen Sprung schaffe, vielleicht noch eine Liga nach oben zu gehen und einfach dann auch vielleicht genug Geld im Fußball zu verdienen, dass man sich damit schon ein bisschen abgesichert hat für spätere Leben. Und das ist einfach mein Ziel, dass ich noch einen weiteren Sprung schaffe, vielleicht auch im Jahr irgendwann mal. Das wäre natürlich das Schönste. Und dann gucken, was dabei rumkommt. Gibt es irgendeinen Spieler, der dich irgendwie fasziniert, wo du sagst, mit dem würdest du gerne irgendwann nochmal zusammen kicken? Und dann kannst auch Messi sagen. Ja. Also auf dem richtigen Fußballplatz werde ich wahrscheinlich niemals mit ihm zusammenkicken, auch wenn es Messi wäre, würde ich nicht. Nur bei FIFA, genau. Nee, einfach weil er seine Karriere schon beendet hat. Mein Vorbild war immer Zidane. Okay. Das war für mich immer der beste Spieler und mit dem würde ich am liebsten mal kicken, aber ich bezweifle, dass ich es zu Real Madrid schaffe. Vielleicht in die zweite Mannschaft, wenn sie mich haben wollen. Aber das ist für mich immer der größte Spieler gewesen, mein Vorbild und das wäre ziemlich geil, wenn ich mal mit dem kicken könnte. Okay, vielleicht bei einem Benefizspiel oder so. Vielleicht. Zidane ist ja jetzt Co-Trainer bei Real Madrid. Auf dich bezogen, wäre das eine Rolle, die du dir auch irgendwann mal vorstellen könntest? Klar, Co-Trainer bei Real Madrid. Nein, Spaß, also irgendwann mal einen Trainer zu machen oder den Fußball auch nach der sportlichen Karriere erhalten zu bleiben? Ja, wenn Real anfragt, sehr gerne. Für die U9 erstmal. Für die U9, genau. Ich glaube, auch da ist es dann gar nicht so schlecht als Realtrainer. Ich konzentriere mich jetzt erstmal komplett auf meine Fußballkarriere. Das ist immer was ich schon im Hinterkopf hatte, weil ich mir es selber gut vorstellen kann, weil ich glaube, ich bin ein Typ, der das auch machen kann. Was jetzt am Ende dabei rumkommt, ich weiß es nicht, weil ich glaube, das ist für mich noch zu weit weg. Ich bin jetzt 24, ich habe noch ein paar Jahre hoffentlich vor mir. Und mal gucken, wie weit ich selber mit meiner fußballerischen Leistung komme. Und wenn es nicht für so ganz große Sachen reicht, vielleicht muss ich dann andere anschreien, dass die das dann für mich machen. Okay. Ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall im Kopf mit drin. Aber das sind noch keine klaren Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, dass ich jetzt sage, ich will auf jeden Fall Trainer werden. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, einen normalen Job dann später zu gehen. Das weiß ich noch nicht. Also wenn alle Stricke reißen, dann übernimmst du das Fitnessstudio von deinem Vater oder von deinen Eltern. Ja, einen Trainer habe ich da ja auch schon mal gemacht. Da habe ich ja meine Ausbildung gemacht. Ja. Deswegen, das ist auch nicht so ganz verkehrt. Aber wie gesagt, ich muss erst mal gucken, wie es mit dem Fußball läuft. Und dann kann ich danach, also ein paar Jahren kann ich dann mal die Planung angehen, was danach kommt. Okay. Dann bin ich mit meinen Fragen am Ende. Janni, haben wir noch Fragen, Janni?
Ja, zwei Fragen haben wir noch. Okay, dann Fragen, die bis jetzt noch nicht untergekommen sind. Janni, Feuer frei. Okay, einmal fragt der Flo Zeiler, dein Lieblings-Supermarkt-Angestellter, also der bezeichnete sich selber, fragt, zu welchem Team in NRW denn du so hältst? Ja, erstmal grüße ich dich, hi. Ja, das stimmt, den sehe ich ungefähr jeden Tag im Edeka. Super. Ja, mein Lieblingsverein, mein Verein des Herzens ist einfach Köln, weil ich selber komme aus Köln, meine Familie ist komplett Köln-Fan, deswegen konnte ich mich da nie sträuben und ja, ich war schon häufig im Stadion, auch als kleiner Junge. Ich glaube, als 6- oder 7-Jähriger war ich das erste Mal da und deswegen ist es mein Verein des Herzens und das wird auch immer so sein, dass der FC bei mir einen ganz wichtigen Platz im Herzen hat. Dann bist du momentan ja relativ gut drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Janni, bitte? Ja, und die Julia möchte noch wissen, ich gehe mal davon aus, dass das eine Frage ist, die auf schon aufs nächste Jahr bezogen ist, weil du ja noch Vertrag hast. Sie hat gefragt, bleibst du noch beim Jan? Also über die nächste Saison hinaus? Ja, stellen wir die nächste Frage Saison jetzt mal. Auf jeden Fall. Das wird man sehen, das ist im Fußball halt, ja, man muss immer gucken. Ich selber fühle mich total wohl hier. Ich würde total gern hier bleiben, weil ich die Stadt geil finde, weil ich das Team geil finde, weil ich den Verein auch echt lieben gelernt habe. Das macht einfach Spaß hier. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, man wird dann sehen. Ich selber muss auch erstmal die Leistung dafür bringen. Wenn ich jetzt nächste Saison komplett scheiße spiele, wird der Verein ja auch nicht sagen, hey komm, den nehmen wir jetzt nochmal, weil das so ein toller Typ ist, sondern da muss man einfach Fußball spielen können, um in der dritten Liga zu spielen. Wenn das passt, bleibe ich hier und ich hoffe einfach, dass es so ist. Und ja, das wird man alles sehen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist noch viel zu früh, würde ich sagen. Okay. Eine ist noch reingekommen, gerade. Gerade noch reingeschafft. Sekunden noch eine reingeschafft. Sehr gut. Und zwar von der Christina nochmal, wahrscheinlich jetzt auch auf deine Antwort gemünzt, schlägt dein Herz nach dem Jan für den ersten FC Köln? Also vermutlich möchte sie wissen, ob du dir vorstellen kannst, da mal zu spielen. Ja gut, wenn man lebenlang ein Fan vom Verein ist, dann kann man sich immer vorstellen, da zu spielen. Meine Schwester spielt im Moment da, die ist auch ganz glücklich darüber. Wenn es irgendwann mal zustande kommt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da zu spielen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, im Moment spiele ich hier. Ich bin total glücklich, hier zu spielen. Und ich hoffe, hier noch lang spielen zu können. Das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich. Wenn der FC irgendwann mal anklopft in der ersten Liga, dann klar, kann ich mir vorstellen, dahin zu gehen. Mal sehen, was passiert. Okay. Ja, dann glaube ich, sind wir schon am Ende der Sendung. Gino, ich fand es sehr unterhaltsam mit dir. Ich hoffe, liebe Jan-Fans, dass es euch auch so gegangen ist. Ein ganz guter Beweis dafür, dass es nicht total langweilig war. Der Wastel-Nachreiner sitzt immer noch hinten in der Ecke und hat sich das alles angehört, was du hier erzählt hast, Gino. Hat er noch nicht genug gehabt, also, aus der Kabine. Genau, der ist gar nicht weggegangen, sondern hat auch noch weiter zugehört. Ich hoffe, dass es euch auch so gegangen ist, liebe Jan-Fans. Bedanke mich fürs Zuschauen und das Interesse und die vielen Fragen, die ihr wieder gestellt habt. Gino, du kannst dich auch kurz nochmal verabschieden. Ja, danke auch für das Interesse. Mir hat es total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, auch wenn ich ein bisschen mehr gequatscht habe. Ja, deswegen bist du hier. Ja, danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns dann im Stadion beim letzten Spiel. Sehr gut, ja, dann freuen wir uns alle. Janni, du kannst auch nochmal Tschüss sagen. Ja, ich verabschiede mich auch. Schön, dass ihr dabei wart. War, glaube ich, eine nette Sendung, nette Fragen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und dann kann er, wenn er schon noch da sitzt, der Wastel auch nochmal Tschüss sagen, oder? Servus, Leute.